Apollo 69. Hey Jinx, wo ist deine Waffe? Doch nicht, mit dem leider. Gar nicht? Nee. Okay, wie findest du, dass ihr keine Waffen haben dürft? Ich finde es ein bisschen schade, weil man hat natürlich die ganze Arbeit da reingesteckt und hat da wirklich echt lange für gebraucht und dann dran gesessen. Dann darf man sie im Endeffekt nicht mitnehmen. Ja, das ist ziemlich scheiße. Hättest du einen Vorschlag, wie man das besser machen könnte? Ja, also ich habe ja gehört, bei den Ausstellern, die müssen die Waffe anmelden. Ja. Und man kann sowas ähnliches Cosplay machen, man kann so einen Cosplay-Eingang machen. Und da werden dann die Waffen geprüft, ob sie echt oder nicht echt sind eben. Und in diesem Eingang wird dann so ein Siegel draufgeklebt auf diese Waffe. Und dann, wie bei einer Garderobenmarke, wird die quasi abends wieder abgegeben und man kann die dann wiederholen, solange man auf dem Gelände ist. Ist eine geile Idee, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja. Cool. Wie kommt es, dass du hier ein Cosplay machst von Jinx? Ich weiß nicht, ob ihr Jess Pendigree kennt, aber... Nochmal? Jess Pendigree. Ja. Ja, ich habe sie 2013 hier auf der Gamescom getroffen. Ah. Und seitdem dachte ich mir so, oh mein Gott, sie ist voll cool. Und dann League of Legends und mein Lieblingscharakter ist ja Jinx. Meine auch, spiele ich am meisten. Ich bin nicht besonders gut, aber wenn ich spiele ADC, dann spiele ich Jinx. Cooles Kostüm, danke dir. Gerne. Ciao. Ciao. Okay, hi, Darius. Hi, was geht? Wie kommt es, dass du deine Waffe dabei haben darfst? Jinx hat keine. Also ich gehöre hier zum Stand, der heißt Summoner Suitcase. Okay. Und die haben mich als Aussteller dabei. Das heißt, ich cosplay für die. Ich habe den Vorteil, ich kriege dafür Ausstellerkarten für VIP-Bereich und kann jeden Tag hier rumlaufen. Für alle Tage habe ich Karten bekommen. Sie haben da jemanden, der für sie hier die Leute anlockt. Okay. Es war ein eigenes Cosplay zwar, also ich habe das BCB selber alles gebaut, aber sie waren dann so, ja, ich kann hier hinkommen, ich darf dafür meine Waffe hier hinbringen. Allerdings, die Sicherheitsbestimmungen sagen, dass ich die Waffe nicht 5 Meter vom Stand wegbewegen darf. Wow. Ansonsten wird die weggenommen und die fliegt dann auch nicht wieder bis zum Ende der Gamescom. Das ist krass, dann bist du hier gerade schon an der Grenze, oder? Ja, das ist ziemlich scheiße. Ah, scheiße. Es ist genauso mit diesen Spikes hier. Die Stacheln. Auch die? Die darf ich nicht vom Stand wegbewegen, weil die könnten ja Menschen erschrecken oder... Auf jeden Fall. Schützen. Vor allem, wenn du sie in die Menge wirfst. Ja, absolut. Ja. Hättest du eine Idee, wie man es für alle besser machen könnte, dass nicht nur ein paar wenige eine Waffe haben dürfen? Also einmal finde ich es inkonsequent, wie sie es gemacht haben. Wir haben einige gesehen, die mit Waffen so umgelaufen sind, ohne dass sie Aussteller sind. Es scheint da einige Lücken zu geben. Auch was Stacheln anbetrifft, einige haben große Stacheln dran und kommen durch, andere werden abgewiesen. Also da sollte auf jeden Fall ein einheitliches Konzept sein. Okay. Und ich denke, Stacheln an Rüstung sollten in der Regel eher geprüft werden, ob sie hart sind oder nicht hart sind. Weil die hier, die sind zum Beispiel gut, wenn du die anfasst, Kann sich niemand verletzen. Und andere haben härtere. Das ist allerdings auch nicht die Regel. Normalerweise sind die alle Beispiele. Okay, cool. Ich danke dir. Dann viel Spaß und hab einen schönen Tag. Danke, gleich. Ciao. Hi, als was gehst du und wieso hast du eine Waffe dabei? Also ich bin momentan ein Walking Egg. Ich diene als PMC-Einheit in Anführungsstrichen. Und ich habe eine Waffe, weil ich derzeit Aussteller bin. Ach, das heißt, du hast eine der wenigen Erlaubnisse, dass du mit Waffe rumlaufen darfst. Ich brauche so ein Siegel auf der Waffe, damit man überhaupt hier reinbekommt. Und dann hat man auch die Auflage, dass sie in der gesamten Zeit der Messe hier bleiben muss. Und wo genau? Mit nach Hause nehmen. Das ist der Punkt, man muss sie nämlich irgendwo lagern und das kann man nur als Aussteller. Okay. Was hältst du allgemein davon? Viele dürfen ja keine Waffe haben. Vorhin war eine Jinx, die hatte keine Waffe. Bisschen schade. Also ich finde es schade an sich, ja, aber ich finde es richtig. Okay. Also ich muss sagen, wir haben selber, unser Team hat 2 Stunden in der Waffenkontrolle gesteckt. Aber ich finde es in Ordnung, dass es sowas gibt. Ich meine, so nimmt man den Leuten vielleicht ein bisschen die Angst, ich weiß es nicht, aber ich finde es total in Ordnung. Okay. Cool. Ich danke dir. Ja, gerne. Hab noch einen schönen Tag. Ja. Danke gleich. Ciao. Hi, ihr seid
Ich bin Venom Snake aus Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Quiet. Cool. Und wieso habt ihr keine Waffen dabei? Was ist euer Ersatz? Ja, weil die verboten wurde. Ja. Die Sicherheitsregeln dieses Jahr sind strenger ausgefallen als die letzten Jahre. Dementsprechend sind einfach eigentlich alle Cosplayer sämtliche Waffen, egal welche Art, weggefallen. Die einzigen, die noch Waffen haben, sind Aussteller. Wie zum Beispiel die Geister drüben. Genau. Ja, wir haben vorhin auch eine Jinx gesehen ohne Waffe, ist natürlich ein bisschen schade. Was macht ihr stattdessen? Wir haben einen Pappkarton dabei. Ihr habt einen Pappkarton. Taktischer Pappkarton. Taktischer Pappkarton. Denn in der Videospielreihe Metal Gear Solid ist der Pappkarton für sich eines der wichtigsten Instrumente, das man benutzt. Noch wichtiger ist die Blendgranate. Ja. Wow, das ist krass. Wie findet ihr das allgemein? Findet ihr, da könnte man irgendwas besser machen oder ist das so okay? Es gibt zwei Seiten, ganz klar. Also klar, für die Cosplay ist es natürlich schwierig, weil das oftmals zum Kostüm dazugehört und man dann einfach das Kostüm nur halb trägt, ja, es ist halt nicht vollständig. Auf der anderen Seite kann man es irgendwo schon nachvollziehen. Zu den jetzigen Zeitpunkten mit Großevent, Massenveranstaltungen, Anschlaggefahr. Irgendwo kann man nachvollziehen, dass da auch viele Familien da sind und alles. Aber für uns als Cosplayer ist es schade, klar. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, man steckt viel Arbeit in die Kostüme, in die Waffen. Wir haben extra auch noch Waffen gekauft dafür und haben alles zwei Tage später durchgegeben und wir so. Oh, das ist schade. Geld ist weg, ja. Ja, wie lange saßt ihr an eurem Kostüm? Die Waffen habt ihr gekauft? Tatsächlich, mein Kostüm ist recycelt aus einem Kostüm, das ich vorher gemacht habe. Ach. Und im Prinzip ein paar Sachen neu gekauft. Wir haben gestern im Prinzip eine Nachtschicht geschoben und fertig gemacht, was halt jetzt ging. Okay, cool. Damit wir für die Gamescom fertig ausgerüstet sind. Was war es vorher? Auch Snake aus Metal Gear, aber aus einem anderen Teil der Reihe. Okay, verstehe. Aber sieht cool aus, auf jeden Fall. Und du? Ja, bei mir ist ja auch nicht so viel. ich habe das Kostüm seit Mai und dann immer wieder was dazugekauft, verändert oder sowas. Ist ja hauptsächlich gekauft, aber also arg lange auch nicht in dem Fall. Okay. Ja. Aber auch cooles Kostüm, wenn Dankeschön. Ich das mal so sagen kann. Okay. Vielen Dank, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Tage. Gleichfalls. Ja. Ciao. Ciao.